Corona hat es auf den Punkt gebracht. Der dramatische Einbruch des Luftverkehrs um weit über 70% reduzierte auch den Ultrafeinstaub in der Luft erheblich. Diese Tatsache wird von Behörden und Luftverkehr gern geleugnet. Wie entsteht Ultrafeinstaub und warum ist es so wichtig, ihn zu reduzieren? Das wollen wir in diesem Film untersuchen. Der Mensch hat das Fliegen immer sicherer und effizienter gemacht. Deshalb stiegen bis zur Corona-Krise die Passagierzahlen auf immer neue Rekordhöhen. Doch das gibt es nicht umsonst. Um zum Beispiel am Münchner Flughafen 48 Millionen Passagiere jährlich zu befördern, werden jeden Tag 500.000 Liter Kerosin verbrannt. Aus einer Tonne Kerosin entstehen 20 Kilogramm Schadstoffe. Ja. Und jetzt können Sie das in etwa hochrechnen, also die 500.000 Liter, das entspricht 400 Tonnen. 400 Tonnen mal 20 Kilogramm, das alles ist in Form von Gasen, Abgasen und ultrafeinen Partikeln vorhanden. Und diese Menge wird täglich in die Umgebung abgeführt. Das beträgt in München etwa 10 Tonnen, 9 bis 10 Tonnen pro Tag Schadstoffe. In dieser Größenordnung verbrannte auch in Frankfurt oder Berlin täglich Flugzeugtreibstoff. Was aus den Triebwerken kommt, ist alles andere als göttlicher Odem. Die entstehenden Schadstoffe verschwinden nicht einfach in der Atmosphäre, sondern belasten die Luft und führen zu Krankheiten. Dabei gerät ein Schadstoff immer mehr in den Mittelpunkt: Ultrafeinstaub. Feinstaub aus natürlichen Quellen befindet sich immer in der Luft. Im Lauf der Evolution hat sich der Mensch an diesen Umstand angepasst. Man unterscheidet PM10 mit einer Partikelgröße von 10 Mikrometer und PM2,5 Partikelgröße von 2,5 Mikrometer. Auch Ultrafeinstaub mit einer Partikelgröße von unter 100 Nanometern kann aus natürlichen Quellen entstehen. Hier ein Größenvergleich. Angenommen, ein PM10-Partikel wäre so groß wie ein Fußball, dann hätte ein PM2,5-Partikel die Größe eines Tennisballs. Ein ultrafeiner Partikel hätte die Größe eines Stecknadelkopfes. Überall, wo Verbrennungsprozesse stattfinden, entsteht Ultrafeinstaub. Gefährlich für den Menschen wird es dann, wenn sich an Ultrafeinstaubpartikel Substanzen anlagern können, die wie Benzinrückstände krebserzeugend sind. Beispiel Straßenverkehr. Quellen für Ultrafeinstaub sind Motorabgase, Bremsen und Reifenabrieb, aufgewirbelter Straßenstaub. Durch den Einsatz von Katalysator und Partikelfilter konnte die Ultrafeinstaubentstehung durch Verbrennungsmotoren weitgehend eliminiert werden. Das ist bei Flugzeugmotoren nicht möglich. Das Prinzip des Düsenantriebs gestattet es nicht, Katalysatoren einzusetzen. Was hier verbrannt wird, kommt hinten völlig ungefiltert heraus. Deshalb sind Flughäfen Hotspots für Ultrafeinstaub. Beispiel Flughafen München. Hier hat sich die Bürgervereinigung Freising zusammengefunden, um die ausufernde Ultrafeinstaubbelastung durch Flugverkehr öffentlich zu machen. Wir hatten, das geht ja bis zum Jahr 2016 zurück, Kontakt mit dem Mainzer, mit Herrn Schwemmlein. Mhm. Und dann hat er uns einmal dieses blaue Gerät, dieses TPC-Messgerät, die hatten schon eines, hat er uns einmal ausgeliehen. Und wir sind damals mit dem Gerät um den Flughafen gefahren und haben eben festgestellt, dass der Ultrafeinstaub auch bei uns im Flughafen München eine Belastung ist. Ja. Und seit dieser Zeit haben wir uns in dieses Gebiet eingearbeitet und sind, ja, man kriegt natürlich sehr viel Erfahrung und sind dann auch drauf gekommen, dass wir mit einem Elektrometer noch genauer messen können. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Stammt der Ultrafeinstaub aus Straßenverkehr oder aus Flugzeugtriebwerken? Diese Frage ist einfach zu beantworten. Aufgrund der viel höheren Verbrennungstemperatur und des höheren Drucks emittieren diese Triebwerke
viel kleinere Partikel in der Größe um 10 Nanometer. Ultrafeinstaub verteilt sich auf Straßen lokal und am Flughafen großflächig. Das zeigt eine Messfahrt bei Ostwind am Flughafen München quer zu den Startbahnen in 5 Kilometer Entfernung. Während der Überquerung der A92 misst man einen Peak, der vor und hinter der Autobahn wieder abfällt. Gelangt das Messgerät in die Abwindfahne des Flughafens, steigt die Kurve wieder an und bleibt dann relativ stabil bis zum Ende des Einflussbereichs. Wie stellt sich die Ultrafeinstaubbelastung am Flughafen München konkret dar? Die höchsten Werte findet man natürlich an der Quelle selber, hier am Flughafensaum. Das wäre das Beispiel 5. Da hat man Konzentrationen von über 1,3 Millionen Partikel pro Kubikzentimeter. Und die Größe der Partikel ist sehr klein. Das sagt dann, dass sie eben aus den Triebwerken der Flugzeuge kommen. Sehr hohe Werte kann man auch am Ende der Landebahn des BER messen. Hier über 200.000 Partikel in der Spitze nach einem Überflug. Auch am Frankfurter Flughafen zeigt sich das gleiche Bild. In diesem Fall sind es ca. 70.000 Partikel nach einem Start quer ab zur Landebahn gemessen, wobei das Ergebnis bei allen Standorten stark von der Windrichtung abhängt. Es ist also zu erwarten, dass sich die in Freising gemachten Erfahrungen auch auf alle anderen Großflughäfen übertragen lassen. Die Flughafenbetreiber bemühen sich nach Kräften, die schädlichen Umwelteinflüsse zu verschleiern, zum Beispiel durch Greenwashing. Rund um den Flughafen gibt es den sogenannten Umweltradweg, den der Flughafen für den Radtourismus eingerichtet hat. Mhm. Wenn man ihn bei normalem Flugbetrieb mit dem Messgerät abfährt, erkennt man, dass auf der windabgewandten Seite extrem hohe Ultrafeinstaubkonzentrationen herrschen. Bis zu über 100.000 Partikel. Das ist der dunkelrote bis dunkelrote Abschnitt. Wie sehr die Belastung durch Ultrafeinstaub von der Anzahl der Flugbewegungen abhängt, zeigt eine aktuelle Messung während der Corona-Krise. Nach dem Lockdown hatten wir weniger als 100 Flüge pro Tag und da betrug die Ultrafeinstaubkonzentration etwa 95% weniger. Das entspricht ziemlich genau 1:1 dem Rückgang der Flugbewegungen. Ein interessantes Experiment zeigt, was passiert, wenn man die belastete Luft am Flughafen einatmet. Der Martin sitzt neben mir und hält mir mal das Messgerät hin. Im Moment zeigt es 80.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Etwa so viel wie hier in diesem kleinen Würfel. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich ausatme. Messen wir mal unsere Ausatemluft. Also 70.000 und los geht's. Martin beatmet das Ultrafeinstaub-Messgerät. Die Werte gehen drastisch runter. Sie liegen jetzt bei 3.500 und gehen gleich wieder hoch auf etwa 50.000 Partikel. Wahnsinn. Meine Ausatemluft ist viel sauberer. Und den ganzen Dreck, den habe ich jetzt in meiner Lunge. Die Wirkung der Luftqualität auf die Gesundheit der Menschen erforscht Professorin Hoffmann. Was dann passiert, ist, dass also die Feinstäube kommen in die Lunge rein. Je kleiner sie sind, desto tiefer kommen sie in die Lunge. Die Ultrafeinen kommen bis in die Lungenbläschen. Und dann lösen die da Reaktionen aus, vor allen Dingen Entzündung und oxidativer Stress. Auch eine Erkrankung mit dem Coronavirus könnte durch Ultrafeinstaub begünstigt werden. Es ist plausibel, dass eine langfristige Belastung gegenüber Luftschadstoffen die Sterblichkeit an Corona erhöht. Einfach deswegen, weil wir wissen, dass eine langfristige Belastung gegenüber Luftschadstoffen die Erkrankungen wahrscheinlicher macht, die dann mit einem höheren Risiko einer Corona-Sterblichkeit zusammenhängen. Weil wenn ein Coronavirus auf eine schon entzündete
Bronchialschleimhaut trifft, dass die dann vielleicht eher gefährdet ist und der Virus da leichteres Spiel hat, sich da einzunisten, ja, und zu replizieren, als wenn er auf eine ganz gesunde Oberfläche kommt. Wo breitet sich der Ultrafeinstaub überall aus? Dazu Wolfgang Herrmann von der BV Freising. Immer wenn man in die Abwind vorne des Flughafens einfährt, steigen die Konzentrationen an ultrafeinen Partikeln in der Atemluft. Mhm. Und das hat uns veranlasst, das mal zu verbinden mit Windmeldungen, die abrufbar sind vom Deutschen Wetterdienst oder anderen Anbietern. Und wir haben einfach mal verglichen unsere Messergebnisse mit den Winddaten, zum Beispiel jetzt mal vom Deutschen Wetterdienst oder eben auch anderen Anbietern. Und da sind wir eben drauf gekommen, dass es direkte Korrelation gibt zwischen dem Wind, der Windrichtung, der Windgeschwindigkeit, der Wetterlage im Allgemeinen und der Konzentration der ultrafeinen Partikel in der Atemluft. Auf der Webseite der BV Freising kann man die tagesgenaue Ausbreitung von Ultrafeinstaub auch für den BER sehen. Der Flugverkehr begann am 10.03.2021 um 7 Uhr, Windrichtung Südwest, Geschwindigkeit 9 km pro Stunde. Der Ultrafeinstaub verbreitet sich über das Stadtgebiet von Berlin. Betroffen sind Buckow, Marienfelde, Mariendorf, Lankwitz, Lichterfelde, Steglitz, Zehlendorf und weitere. Zugegeben, die Belastung ist in Corona-Zeiten eher gering, aber das wird sich mit Sicherheit ändern. War das so gewollt? Also bis zu 20 Kilometer kann man es bei ungünstigen Bedingungen auf jeden Fall nachweisen. Das heißt also, Ihre Schlussfolgerung wäre, keinen Flughafen dicht an die Stadt bauen? Das wäre die Empfehlung, ja. Die FBB misst am BER auch die Ultrafeinstaubbelastung, zum Beispiel in Bohnsdorf. Unsere Fragen dazu mochte man nicht beantworten. Die Flughäfen versuchen, die wahre Belastung herunterzuspielen. Die FBB kommt in einer Präsentation von 2019 zu dem Schluss, Zitat, UFP-Belastung in Bohnsdorf vergleichbar mit ländlichem Hintergrund. Das erscheint kaum glaubhaft. Haben wir doch aktuell in 3 Kilometern Entfernung Spitzenwerte von über 430.000 Partikeln gemessen. Des Rätsels Lösung: Man rechnet mit über 30 Minuten gemittelten Werten und schleift damit die Spitzen ab. Ein Flughafen ist deswegen Hotspot. Dort starten und landen die Maschine, die rollen auf den Rollfeldern und man geht davon aus, dass so 50-60% der ganzen Ultrafeinstaubemissionen genau durch diese Rollwege auch kommt. Und diese große Wolke, die kann man sich wie so eine große Käseglocke vorstellen, die über den Flughafen schwebt und die wird vom Wind in alle Richtungen getragen, dort wo eben auch im Umfeld unsere Bürger wohnen. Professor Weber konnte mithilfe eines Messflugzeuges nachweisen, dass Ultrafeinstaubpartikel am Düsseldorfer Flughafen noch in einer Entfernung von 40 Kilometer in erheblicher Konzentration zu finden sind. Immer wieder wird angezweifelt, dass man Ultrafeinstaub den Flughäfen als Quelle zuordnen kann. Im Luftgütebericht 2018 der FBB heißt es dazu, Zitat, tatsächlich ist eine Quellzuordnung wesentlich komplexer, da eine Vielzahl an Quellen, Straßenverkehr, Heizkraftwerke, Hausbrand etc. aus allen Windrichtungen die Emissionswerte beeinflussen. Das widerlegt die FBB im gleichen Bericht selbst. Diese Grafik zeigt, die meisten Partikel finden sich im Größenbereich 10 bis 100 Nanometer. Diese Größe lässt eindeutig auf die Herkunft aus Flugzeugtriebwerken schließen. Dazu Professor Rottmann. Ein Flugzeugtriebwerk stößt ausschließlich Gase und ultrafeine Partikel aus in der Größenordnung von 10 bis, sagen wir, 100 Nanometer. Andere Quellen lassen sich aufgrund der Partikelgröße gut davon unterscheiden. Die BV Freising konnte deshalb beweisen, dass man Feinstaub nicht mit Ultrafeinstaub gleichsetzen kann, die Belastungen. Denn in einem Gewerbegebiet haben wir gemessen,
und zwar sehr hohe Werte. Die Entfernung zum Flughafen war 3 Kilometer und wir hatten Werte von über 85.000 Partikel. Ja. Ultrafeinstaub. Gleichzeitig haben wir auch den Feinstaub gemessen und der lag bei 6 Mikrogramm pro Kubikmeter. 6 Mikrogramm pro Kubikmeter, sowohl für PM2,5 als auch PM10, ist relativ niedrig, ist also ein Hintergrundwert. Und zur gleichen Zeit war aber der Ultrafeinstaubwert mit 85.000 Partikel extrem hoch. Das zeigt also, dass die Flugzeugtriebwerke nur Ultrafeinstaub ausstoßen. Während des sogenannten Landing-Take-Off-Zyklus entsteht der meiste Ultrafeinstaub am Flughafen. Das beschreibt Professor Rottmann. Der Landeanflug dauert etwa 4 Minuten und dann setzt er auf, dann rollt er zum Gate, dann wird er abgefertigt, dann rollt er wieder zurück. Allein dieses Rollen unten sind im Schnitt 26 Minuten. Und dann kommt der eigentliche Start. Der Start ist ganz kurz, das sind nur 45 Sekunden. Und dann das sogenannte Climb-Out, also wenn er am steilsten in die Höhe steigt, dann sind das etwa 2 Minuten lang Start- oder Steigflug. Gibt es noch weitere Ultrafeinstaubquellen auf dem Flughafen? Naja, natürlich. Auch der Bodenverkehr ist eine Feinstaubquelle, wie jede Verbrennung überhaupt von alles, was brennt, erzeugt auch Ultrafeinstaub. Aber die Mengen, die wirklich großen Mengen, kommen vom Flugverkehr. Das Entstehen von Ultrafeinstaub erscheint unvermeidbar, soll weiterer Flugverkehr betrieben werden. Gibt es trotzdem Möglichkeiten, diesen Schadstoff zu reduzieren? Das erste wäre die Entschwefelung des Kerosins. Ich habe vorhin gesagt, durch SO2, also Schwefeldioxid, gibt es Kondensationskeime und wenn der Schwefel weg ist, dann gibt es diesen Kondensationskeim nochmal nicht. Es gibt noch ein paar andere, aber den nicht mehr. Das wäre eine Verbesserung, ein Ansatz, der geht aber natürlich nur, würde man sagen, europaweit. Das kann man nicht an einem Flughafen machen. Die seit Jahren vorgenommene Entschwefelung von Kraftstoffen für den Straßenverkehr beweist, dass es geht. Würde die EU das Einfliegen in ihre Länder nur mit entschwefeltem Kerosin gestatten, müssten Airlines bereits auf ihrem Heimatflughafen entschwefelten Treibstoff tanken. Das wäre ein erheblicher Zuwachs für den weltweiten Schutz der Umwelt. Der zweite Punkt ist, dass man versucht, auf dem Flughafengelände praktisch alle Bewegungen zu elektrifizieren, einschließlich der Schlepper, die die Flugzeuge vom und zum Gate bringen. Auf vielen Flughäfen beträgt die Rollzeit nach der Landung mehr als 30 Minuten. Die Flugzeuge legen das immer mit eigenem Antrieb zurück. Man könnte sie aber auch mit elektrischen Schleppern an der Landebahn abholen und nach dem Service wieder zur Startposition elektrisch schleppen. Wenn man das erreichen würde, hätte man einen gewaltigen Anteil Ultrafeinstaubemissionen eingespart. Und ein ganz anderer, aber genauso effektiver Ansatz ist natürlich, dass man zumindest in Deutschland versucht, auf die Kurzstrecken zu verzichten. Äußerungen der Politik gegen innerdeutsche Flüge gab es schon oft, so auch im Wahlprogramm der Grünen von Baden-Württemberg 2021. Außerdem setzen wir uns auf Bundesebene für ein Ende von innerdeutschen Flügen ein. Hoffentlich kommt es in den nächsten 5 Jahren endlich zur Umsetzung. Auch in Bayern gibt es positive Veränderungen. 1,4 Millionen Euro wurden bereitgestellt. 2018 kamen dann die Freien Wähler in die Regierungsverantwortung und ab dem Zeitpunkt hat sich dann tatsächlich was verändert. Und heute schaut es eben so aus, dass unter anderem mit diesen 1,4 Millionen Messungen durchgeführt werden sollen am Münchner Flughafen. Selbst die notorisch langsame EU scheint sich 2021 zu bewegen. Ja, also das steht
eigentlich fest auf dem Fahrplan der EU, dass eine neue Luftqualitätsrichtlinie erlassen wird. Ja. Und da wird auch diskutiert, inwieweit die vermehrte Messungen von ultrafeinen Partikeln vorgeschrieben werden sollen. Dazu wurde 2021 eine Studie mit dem Titel Luftverschmutzung und Covid-19 herausgegeben, allerdings ohne den Luftverkehr zu betrachten. Konkrete Forderungen an die Bundesregierung stellt auch der Initiator der Studie, Sven Giegold, in einem Vorwort. Zitat: Seit Jahren versagt die Bundesregierung hier und schafft es nicht, Bürgerinnen und Bürger vor den Gefahren der Luftverschmutzung zu schützen. Dringende Reformen mahnen die Bundesgrünen in einem umfangreichen Antrag an den Bundestag an. Darin enthalten sind die Forderungen, Festlegung eines Grenzwertes für Ultrafeinstaub voranzutreiben, die Luftverkehrssteuer mit einer Ultrafeinstaubkomponente zu versehen, Schwefelgrenzwerte stark herabzusetzen, um Ultrafeinstaubbildung zu vermindern. Wenn es gelänge, diese Themen auch im Bundestag durchzusetzen, würden wichtige Forderungen der Bürgerinitiativen rund um Deutschlands Flughäfen endlich Realität.